Und auch für den jetzigen Vortrag haben Sie ein orangefarbenes Tweetback-Kärtchen vor sich auf dem Tisch liegen. Nutzen Sie die Gelegenheit, um hier Ihre Kommentare und Meinungen kundzutun. Wir kommen zu unserem nächsten Referenten. Herr Dr. Frank Gredel hat promoviert in theoretischer physikalischer Chemie, und zwar in Heidelberg, und hat dann ein Aufbaustudium der Wirtschaftswissenschaften angeschlossen, ist seit 20 Jahren IT-Berater und schließt jetzt genau da an, was der Vorredner Herr Dr. Häuser von Bosch angemahnt hat, die Softwareprozesse, die im Hintergrund laufen, so zu optimieren und agil zu machen. Begrüßen Sie mit mir Herrn Dr. Frank Gredel von der PTA GmbH. Hallo. Herr Dr. Gredel, ich habe ein bisschen im Netz gestöbert und bin darauf gestoßen, dass Sie Mannschaftsführer der Herren 40-2 beim Tennisclub Rot-Weiß-Waldpark Mannheim e.V. sind. Okay. Von der Begrifflichkeit 40-2 gehe ich mal davon aus, dass Sie offensichtlich Ü40 sind, was ja durchaus legitimiert, dann auch noch einen Kite-Kurs zu belegen, was wir vorhin gelernt hatten. Jetzt ist ja Tennis eher so eine Individualsportart. Wir haben jetzt sehr viel gehört von Vernetzung, Zusammenarbeiten, Teams bilden und. Nehmen Sie da aus Ihrer Tenniswelt was mit in Ihre IT-Expertise? Ja, schwierige Frage. Natürlich sind wir auch da vernetzt als Team, aber vielleicht was die Digitalisierung angeht, die Industrie 4.0-Ansätze gibt es da tatsächlich auch. Ich habe vor kurzem mir mal eine Sportuhr, die sah so aus wie meine hier, von einem Freund geliehen. Der hat so ein Tennis-Kit im Prinzip gekauft. Da kann man, wenn man spielt, kann man eigentlich seinen Tennistrainer ersetzen, weil man kriegt von der Uhr am Ende oder auch während dem Spiel gezeigt, wie ist der Topspin, wie schnell ist der Aufschlag oder wie schlecht ist die Rückhand. Ja, und da, denke ich, hat sich auch einiges getan in der Richtung. Ja. Rückschlagsportarten sind ja sehr agil, man muss immer auf neue Herausforderungen reagieren. Und Sie werden uns jetzt einführen, zwar in die Standardsoftware, aber in die Individualisierung von Standardsoftware und entsprechende agile Methoden. The floor is yours. Dankeschön. Hallo zusammen. Wir haben viel über die digitalen Ansätze gehört, über die Digitalisierung wird ständig geredet. Das Problem, was ich bei Kunden so erlebe oder wenn wir mit Personen reden, ist es eigentlich klar, man muss eine digitale Transformation steht vor der Tür, man muss was tun, man muss da hinkommen. Es geht um die Zeit, es geht um die Geschwindigkeit. Man sieht, dass andere Unternehmen da relativ weit sind und als eigenes Unternehmen sieht man eigentlich immer, wo da die Probleme sind, wo die Hindernisse sind. Und die Frage ist eigentlich nicht, dass man sich weiterentwickeln will, dass man in die Richtung Industrie 4.0 Richtung sich entwickeln will. Die Frage ist, bleibt aber unterm Strich stehen, wie macht man das eigentlich am besten? Und beim Nachdenken über dieses Thema ist mir dann eigentlich so die Idee gekommen, es wäre doch prima, wir hätten für den Ansatz einen Shortcut, eine Abkürzung, um das Ganze zu beschleunigen. Shortcuts kennt eigentlich jeder aus der Office-Welt oder aus der Anwendung am Laptop. Sie drücken Steuerung D zum Beispiel und haben Favoriten im Browser abgelegt. Geht ziemlich schnell, man muss nicht über die Menüstruktur gehen. Vielleicht weiß man gar nicht, wo die eigentliche Funktion ist. Aber so ein Shortcut macht es einfach sehr schnell möglich, ein gewisses Ziel zu erreichen. Wenn man das auf andere Anwendungsfälle bezieht, zum Beispiel, ich komme morgens ins Geschäft, ich habe einen wichtigen Termin, versuche da hinzukommen, ich stehe im Stau, da wäre es prima, ich könnte Alt-Tab drücken, ja, und wäre sofort im Büroraum. Wäre eine schöne Idee. Oder Sie sitzen hier, wir sind schon ein bisschen in Verspätung, Sie haben eigentlich Lust auf einen Kaffee, Sie wollen draußen in ein Croissant reinbeißen. Da wärst du wirklich prima, Sie hätten sowas wie Steuerung P und zack, Sie müssten nicht mal einen Vortrag anhören, sondern könnten direkt an das Croissant kommen. Das hoffe ich natürlich nicht, ich hoffe, dass ich trotzdem ein bisschen für das Thema begeistern kann, interessieren kann. Wenn wir nämlich in Richtung Digitalisierung denken oder digitale Transformation,
da gibt es auch Ansätze, da gibt es auch die Möglichkeiten, vielleicht ein paar Abkürzungen zu finden. Wir wissen ja, es gibt eine ganze Reihe von Hemmnissen, von Hindernissen, die im Weg stehen. Die könnte man mit so einem Shortcut relativ schnell umgehen. Man könnte Zeit gewinnen, man könnte schnell das Ziel erreichen. Viele deutsche Firmen sind noch relativ weit weg. Die haben Ideen, wie sie zur Transformation kommen, aber was da im Weg steht. Und da gibt es jede Menge Studien, die das auch belegen, sind sowas wie die Infrastruktur ist noch nicht ausreichend vorhanden. Es gibt Bandbreitenprobleme, es gibt aber auch Probleme mit der internen IT. Die Gerätelandschaft müsste erneuert werden, müsste aktualisiert werden. Da stehen noch irgendwelche Updates an, die noch nicht durchgeführt sind, dass man auf eine neue Lösung kommt. Im Endeffekt, Studien, BDI-Studie sagt die aktuelle, dass 58% der Unternehmen maximal mittelmäßig aufgestellt sind, den nächsten Schritt in die Richtung digitales Unternehmen zu gehen. Der Markt bewegt sich, das sieht man zum Beispiel an dem Ausschnitt hier, an der Grafik aus der Wirtschaftswoche vom August. Da ist ein Vergleich nochmal angeführt bei den US-Top-Konzernen, was Technologie angeht. Da gibt es so Firmen wie Nortel Networks, mit denen hatte ich auch schon mal in meiner Karriere relativ viel zu tun, von denen redet eigentlich gar nicht mehr. Die Mehrzahl der Unternehmen ist eigentlich heute nicht mehr wirklich so wichtig, auch nicht mehr im Top-Ranking, aber andere Firmen hier wie Apple oder Microsoft, die innovativ sind und die halt neue Ideen in den Markt bringen, die modern sind, die haben es geschafft und sind eigentlich die Vorreiter in der Industrie. Wir haben auch immer wieder gesagt gekriegt, oder wir kriegen auch immer wieder gesagt, passt auf, in so und so vielen Jahren, im Jahr 2026 gibt es so Aussagen, da verschwinden 50% der Top-Unternehmen. Ja, das sind alles so Sachen, hätte ich so einen Shortcut, müsste ich eigentlich davor überhaupt keine Angst mehr haben. Für die ersten zwei Themen, für den Stau, für die Pause, gibt es eigentlich meiner Meinung nach nicht so wirklich die Ansätze, aber für die Digitalisierung, für die Transformation in Richtung 4.0, da denke ich, haben wir eine Idee zusammengebaut. Die nennen wir hier Steuerung DBP. DBP steht für Digitale Business Plattform. Das ist ein ähnlicher Ansatz, wie den wir eben gerade gesehen haben vom Herr Häuser, wo die Produktion auf eine Plattform gehoben wird. Hier gehen wir meiner Meinung nach einen Schritt weiter, wir nehmen noch mehr dazu. Also wir reden jetzt eigentlich hier an der Stelle nicht mehr über Digitalisierung von Einzelprozessen oder von Applikationen in die Cloud bringen oder reine Vernetzung von irgendwelchen Bereichen, sondern es geht eigentlich darum, eine komplette Lösung zu schaffen. Eine Plattform, die eine Basis baut, in der alle Prozesse aus dem Unternehmen zusammenlaufen können, alle Daten zusammenlaufen können. Die Produktionsdaten, haben wir vorhin gehört, die sind teilweise schon vernetzt, aber dann hört es auch irgendwann mal auf. Man hat sowas wie ein, wie haben Sie es genannt, Data Swamp, also eine Masse von Daten, die man nicht weiter verwenden kann, weil man nicht genau weiß, wie sie zuzuordnen sind. An der Stelle würde die digitale Business-Plattform ansetzen. Ich habe selbst vor mittlerweile fast 20 Jahren angefangen, in dem Bereich CRM-Prozesse, digitale Prozesse zu erstellen. Das heißt, wir haben uns da eigentlich auch schon immer zur Aufgabe gemacht, Prozesse zu analysieren, zu optimieren, die dann in technische IT-Anwendungen zu übertragen, sodass am Ende eigentlich immer ganz gute Lösungen rauskamen. Man hat den Vertriebsprozess digitalisiert, man hat den Serviceprozess digitalisiert. Preventive Maintenance war schon immer ein sehr wichtiges Thema. Aber an der Stelle geht es ein Stück weiter. Also wir reden jetzt meiner Meinung nach nicht mehr nur von Prozessen, die digitalisiert werden. Das ist nach wie vor ein wichtiges Thema. Aber es wird immer wichtiger, die Prozesse und die Daten im gesamten Konzern zusammenzubringen. Also eigentlich reden wir über die Digitalisierung eines Unternehmens, einer Firma. Wenn man die digitale Business-Plattform im Ansatz verstehen möchte, dann kann man sich das am besten klar machen, wenn man mal sich vorstellt, der Industrie 4.0-Ansatz wird konsequent umgesetzt. Das heißt, hier ist ein
Abbild, ein schematisches Bild von dem Standardunternehmen. Wir vernetzen und kommunizieren mit den Produktionsanlagen über die bekannten Systeme. Wir binden aber auch, und das ist sehr wichtig, eben die Geschäftspartner mit ein. Wir haben die Supply Chain mit eingebunden, wir haben den Kunden mit eingebunden. Was jetzt neu dazu kommt in der Digitalisierung mit den Möglichkeiten, die wir auch heute schon mehrmals gehört haben, ist eben die Möglichkeit, in die Plattform einen sogenannten IoT-Hub mit einzubauen, sodass dann neben den Daten, die über die Kunden oder die Personen ausgetauscht werden oder über die Fahrer in der Logistik oder über die Produktionsanlagen, dass wir jetzt auch Daten reinbekommen. Die Daten kommen in ein Data Lake. Der Data Lake ist dann letztendlich die Basis für intelligente Auswertungen. Man hat die Möglichkeit, über das gesamte Unternehmen eine Transparenz zu schaffen. Hier greifen dann auch so Algorithmen an wie künstliche Intelligenz, Machine Learning Thematiken, aber auch Predictive Maintenance, hat man vorhin schon mal drüber geredet, sodass dann im Rückschluss die Daten auch wieder zurückkommen können, um dann zum Beispiel in der Produktionsanlage eine vorgeschriebene Wartung vielleicht ein Stück zu verlängern, weil eben noch keine Symptome da sind. Oder beim Kunden die Wartung ein bisschen vorzuziehen, weil bestimmte Symptome auftauchen, um relativ rechtzeitig dann eine Wartung durchzuführen, ohne auf den Ausfall des Gerätes warten zu müssen. Das ist also so ein Gesamtbild und die Lösungen, über die wir im Prinzip so sprechen, die bilden das Konzept mehr oder weniger perfekt mittlerweile ab. Die Probleme, die wir typischerweise finden bei unseren Kunden, sind die, dass der IT-Leiter eigentlich immer damit beschäftigt ist, den Betrieb in der IT-Abteilung aufrechtzuerhalten. Er hat immer das Problem, er muss irgendwelche Systeme mit Updates versorgen, er muss eine neue Anwendungssoftware einspielen, er braucht da und da noch irgendwelche Cisco-Switches, die noch nicht auf dem aktuellen Stand sind, um die Produktionsdaten ordentlich mit reinzubekommen. Die IT ist in der Regel bei den Unternehmen, die sich jetzt mit der digitalen Transformation beschäftigen, eigentlich immer damit zugange, den Regelbetrieb herzustellen. Die Produktionsleiter, die Betriebe, wenn man da mal reinschaut, da gibt es hunderte, manchmal sogar an die tausende verschiedene kleine Anwendungen, sei es Excel, Access-Anwendungen, sogenannte Mushrooms oder individuelle Datenverarbeitungsprogramme. Die produzieren alle Daten, die verarbeiten alle Daten, aber die laufen irgendwie und keiner hat so richtig den Überblick. In der Geschäftsführung hat man zwar gute Ideen oder man hört andere, wie sie davon reden, dass eine Digitalisierung im Unternehmen notwendig ist und ansteht. Man hat vielleicht auch eine gute Idee, wie man ein neues Geschäftsmodell platzieren kann. Tatsächlich ist es aber so, dass die Altlasten im Wege stehen und nicht wirklich Freiraum da ist, um neue Ansätze zu fahren. Das kennen einige bestimmt schon, die Thematik hier. Klar, ist auch letztendlich immer ein Thema. Warum ich jetzt hier bin und versuche, das Ganze aufzunehmen, ist einfach die Tatsache, dass mir mal vor eineinhalb Jahren irgendwann mal bewusst geworden ist, was sich da mittlerweile getan hat. Wir haben ja schon immer irgendwie so diesen Plattformgedanken gehabt. Wir haben immer schon tolle Business-Applikationen gehabt. In der Produktion gibt es immer neuere und interessantere Wege, Daten abzugreifen. Aber was jetzt momentan da ist, das sind Business-Plattformen, wo wirklich digitale Prozesse, digitale Daten zusammenlaufen können. Die Anfangsschwierigkeiten sind meiner Meinung nach weg. Die Plattformen, auf denen die laufen, sind oft Cloud-Plattformen. Sind stabil, sie sind mittlerweile ausgereift. Ich sage das als IT-Dienstleister, der, sag mal, eher aus einer sehr bodenständigen IT-Beratung kommt. Wir sind seit 48 Jahren am Markt, haben uns mit den verschiedensten Themen beschäftigt, Individualsoftware, Programmierung, Standardsoftware, Cloud-Migration und so weiter. Ich glaube, dass wir nicht auf jeden Zug aufspringen, aber so momentan kann ich sagen, die Plattformen sind schon überraschend gut. Also wir haben eine tolle Funktionalitätsdichte, wir haben eine Stabilität, wir haben tatsächlich Themen, die adressierbar sind. Wenn wir über Datenschutz reden, Datensicherheit,
Fast alle wichtigen Anbieter gehen jetzt in Richtung German Cloud. Das heißt, wir haben Datenschutzrichtlinien, die umgesetzt sind. Kein amerikanischer Staat kann im Prinzip ohne weiteres auf die Daten zugreifen. Wir haben ein interessantes Kostenmodell. Die Kosten werden eigentlich nur da verrechnet, wo sie auch anfallen. Das heißt, Sie brauchen keine teuren Investitionen durchführen. Sie können im Prinzip die Teile mieten, die Sie wirklich brauchen. Wenn Sie mehr brauchen, zahlen Sie dann mehr. Ich finde das ein ganz interessantes Modell. Die Rechenpower ist wirklich sehr, sehr eindrucksvoll, was die Plattformhersteller zur Verfügung stellen. Und vor allem, sie passen sich jeder Situation relativ gut an. Wenn Sie an Pilotierung denken von einem Projekt, ist sehr einfach abbildbar. Sie nehmen halt so und so viel Ressourcen dazu. Wenn Sie dann ein Rollout machen in die Unternehmensbreite, ist das System per Schalter oder per Knopfdruck in der Lage, dann die Ressourcen entsprechend zur Verfügung zu stellen. Es gibt an der Stelle schon einige Vorreiter. Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, nicht als einen Hersteller in den Vordergrund zu stellen. Wir haben eigentlich immer die Devise in unserem Unternehmen, dass wir sagen, wir machen das Ganze Hardware-Hersteller-unabhängig. Wir haben jetzt keine echte Bevorzugung von einem Anbieter. Ich habe Ihnen jetzt mal drei mitgebracht, von denen wir denken, dass das wirklich interessante Anbieter sind, und würde gerne da mal ein paar Beispiele zu zeigen. Da ist zum einen die Firma Sandvik. Coromant ist ein Teil davon. Die beschäftigen sich mit Präzisionsfräsung. Die Firma ist, sagen wir mal, sehr stark im Sinne Vorreiter, was Sensoren angeht. Die produzierten Geräte, die Fräsen sind sehr stark mit Sensoren ausgestattet. Und die Aufgabe, die sich die Firma gestellt hat, war eigentlich, wie kommen sie mit der angefragten Kapazitätssteigerung zurecht, ohne dass sie jetzt mehr Personal einstellen. Das heißt, letztendlich haben sie sich mit dem Thema Effizienz beschäftigt. Sie haben ihre Geräte ausgestattet mit den Sensoren, haben die Geräte bei den Kunden verbunden, sodass sie relativ eine gute Transparenz haben, wie die Kunden ihre Geräte einsetzen. Sie haben zudem eine Mannschaft von Außendienstmitarbeitern, die sogenannten Yellow Coats, die schicken sie dann vor Ort. Ich muss dazu sagen, die Firma ist in über 150 Ländern tätig, wo ihre Kunden sitzen, und diese Mannschaft von Yellow Coats, die müssen halt optimal an die richtige Stelle eingesetzt werden. Das haben sie geschafft, indem sie die Sensordaten auswerten und sehen, wo ist denn der wichtigste Einsatzort, wo kann ich gezielt eine Reparatur, eine Wartung, ein Training durchführen, damit die Effizienz beim Kunden und vor allem in der eigenen Mannschaft gut funktioniert. Wir können mal kurz reinhören, was die Firma selbst dazu sagt. It is about using the cloud, giving instant recommendations about cutting parameters, speeds and feeds. Connect that to our CRM system, bring that into our call centers and instantly give feedback to the customer. This enables customers to predict when to change a tool, when to order a tool, how to move out of a vibration zone. In simple words, how to become more efficient. Dieses More Efficient ist eigentlich der springende Punkt. Die Firma hat es also geschafft, mit ihrer bestehenden Mannschaft ihr Wachstum, ihre Ausbreitung ihrer Maschinen weiter voranzutreiben, haben letztendlich sogar noch Umsatzsteigerungen verbuchen können. Und das Ganze basiert auf einer Plattform, in dem Fall von Microsoft. Hier haben wir im Prinzip die Basis. Das ist einmal hier die Cloud-Plattform, der AzureCAN. Was hier noch dazwischen ist, ist ein Common Data Model. Das steht eigentlich dafür, dass eben nicht solche Datensümpfe entstehen, sondern dass die Daten in dem Data Lake auch konsistent und geordnet ankommen. Wir haben hier die üblichen Business-Anwendungen, CRM, ERP. Hier haben wir CRM-Lösung, Operations steht für ERP. Wir haben aber auch, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und auch eigentlich auch neu bei den Unternehmen dieser Art, wir haben jetzt Freiraum für Drittanbieter. Also hier kann man eigene Microservices etablieren oder Apps reinbringen. Wir haben hier die Chance, Open-Source-Gedanken reinzubringen, Open-Source-Module reinzubringen. Ja, sogar die Wettbewerbslösung kann man hier relativ leicht in die Plattform integrieren. Das Ganze kommt dann, die Daten kommen über die Azure IoT Suite im Prinzip in die Plattform rein.
Die Intelligenz, in dem Fall heißt die Cortana Intelligence, wirkt dann dazu, dass im Prinzip eine Predictive Maintenance durchgeführt kann, das werden kann. Die Servicetechniker sind im CRM-System mit ihren Skills, mit ihren Geolokationen hinterlegt und damit schaffen die eine hocheffiziente Verteilung ihrer Servicetechniker auf die 150 Plätze in der Welt von ihren Kunden. Das andere Beispiel, was ich mitgebracht habe, ist die Firma Harley-Davidson. Das mag dem einen oder anderen schon bekannt sein. Da haben wir meines Erachtens wirklich auch einen echten Vorreiter in der Richtung. Harley-Davidson hat irgendwann mal Absatzprobleme festgestellt mit ihren Motorrädern und hat dann überlegt, ja, was ist denn da der richtige Ansatz? Die typischen Themen wie ja, mehr Werbung, mehr Promotion, mehr Vertriebsmitarbeiter. Das sind die Themen, die im Prinzip als erstes angegangen worden sind. Im Endeffekt hat sich die Firma dann dazu entschieden, die komplette Supply Chain zu digitalisieren, die Produktion zu verbinden und auch die Customer Experience, also die Vertrieb-Ecke mit einzubinden. Der Kunde ist in der Lage, relativ schnell sich ein Motorrad zusammen zu konfigurieren, um dann innerhalb von kurzer Zeit auf das Gerät zu warten, auf das Motorrad zu warten, im Extremfall mit dem nach Hause zu fahren. Den Spot, der kam auch im Fernsehen, den zeige ich euch noch mal ganz kurz, der fasst das schön zusammen. New bikes aren't selling, guys. What are you gonna do? How about we pump more into promotions? Yeah, what else? What if we hire more sales reps? Yeah, what else? What if we digitize the whole supply chain? So people can customize their bike before they buy it. That worked better than expected. I'll dial it back. Yeah, dial it back. Just haben vielleicht einen oder anderen schon mal gesehen, das kam sogar in Deutsch, im deutschen Fernsehen. Meiner Meinung nach sind die Zahlen hier sehr, sehr eindrucksvoll. Also man hat es geschafft, die Kosten um 7% zu senken, die Rentabilität ist um 19% hochgegangen. Die Harley-Davidson hat es geschafft, eine Produktionslinie zu bauen, in dem 1700 Motorradvarianten erzeugt werden können. Und letztendlich haben sie es, und das ist das Wichtigste meiner Meinung nach, die haben SAP verwendet, die haben es geschafft, die Prozesse so weit zu digitalisieren, dass der Kunde sich im Prinzip Motorrad raussucht, er wartet 6 Stunden, vorher waren es 20 Tage und kann dann sozusagen mit dem Bike nach Hause fahren. Das letzte Beispiel, was ich noch da habe, ist von der Firma Schneider Electric. Schneider Electric ist vielleicht nicht so bekannt, das ist, glaube ich, die unbekannteste Marke auf der Welt, aber sie haben sehr viele Mitarbeiter, sie sind eigentlich in allen Großstädten, sagen wir zu 50% beteiligt, wenn es darum geht, Stromverteiler in großen Gebäuden einzubauen oder irgendwelche Systeme, die Risikomanagement betreiben. Schneider Electric hat sich im Prinzip zur Aufgabe gesetzt, ihr enormes Wachstum, was anstand. Sie sind organisch gewachsen, die sind aber auch gewachsen, indem sie viele Firmen zugekauft haben. Haben sich zur Aufgabe gesetzt, das zu bewältigen. Dafür haben sich eine Plattformlösung entschieden. Und die Plattform hilft ihnen im Prinzip, eine Transparenz über die Prozesse zu bekommen, um dann letztendlich effizient und umsatzsteigernd mit dem Wachstum zurechtzukommen. Hier können wir auch mal kurz reinhören, was sie gemacht haben. We started using Salesforce Era as a customer relationship management application that could change the way we're addressing our customers. It was all about speed and about empowering the field to be able to perform almost everything from their phone. Now we have a very powerful customer platform. Salesforce is absolutely essential in the world here because the ancient world of energy was siloed. Before Salesforce, we had, I could not even tell you, maybe 100 different systems. And now it's one platform. For the first time, you can really connect everything seamlessly from PowerPoint to the cloud. For a company like us, it's a revolution. Schneider is a customer-obsessed company. That's why the Salesforce platform is so important to us. Okay, was man da vielleicht rausgehört hat, die Firma hat es im Prinzip geschafft, aus einzelnen Lösungen eine komplett zusammenhängende Lösung zu bauen. Hier ist die Salesforce-Plattform die Alternative der Wahl gewesen. Auch hier haben wir im Prinzip die gleichen Komponenten. Wir haben eine Plattform-Komponente, wir haben eine Komponente, wo Auswertungen, wo intelligente Algorithmen laufen können und wir haben die Kunden eingebunden. Alles zusammen hat dazu geführt, dass die Firma über 120.000 Mitarbeiter in das System mit eingebunden hat.
Die Firma hat es geschafft, 4000 Mitarbeiter im Außendienst mit einzubinden und die Zufriedenheit der Kunden ist stark gestiegen, weil letztendlich relativ schnell erkannt wird, was der Kunde an Bedarf hat, wo der Kunde Probleme hat und man kann relativ schnell darauf reagieren. Das ist auch ein gutes Beispiel von einer Firma, die es geschafft hat, ein Produkt in ein Dienstleistungsprodukt zu konvertieren. Die haben angefangen mit 10% Dienstleistung und jetzt aktuell ist es so, dass 40% aus eben diesen Dienstleistungsprodukten an Umsatz generiert wird. Jetzt haben wir die Plattform gesehen. Was ich noch dazu sagen will, wenn man so einen Shortcut angeht, dann haben wir hier noch dieses Plus erwähnt. Dieses Plus ist meiner Meinung nach auch essentiell wichtig. Das Plus, dafür stehen IT-Dienstleister, so wie wir zum Beispiel. Wir versuchen im Prinzip zu helfen, die richtige Plattform auszuwählen, die richtigen Anbieter zu finden. Das Plus steht für eine Begleitung bei dem Projekt nach den Kriterien, die für die Firmen wichtig sind. Vor allem aber ist es wichtig, die Unternehmen zu unterstützen bei der Auswahl, was ist eigentlich Standard und was ist individual. Es ist für die Firmen essentiell wichtig, dass man sagt, wo, und da gibt es sehr, sehr große Funktionalität im Standardbereich, wo macht der Sinn und wo ist der im Prinzip für die Routineaufgaben passend. Aber ganz wichtig ist auch eben, um die Wettbewerbsvorteile zu erhalten im Betrieb, dass man auch den Individualbereich in den Vordergrund bringt. Das heißt, wir helfen, auf dem Markt befindliche Komponenten mit auszuwählen, die die Gesamtlösung dann zu einer Art individuellen Lösung bringen. Microservices, Open Web APIs und genau die Themen, die werden bewertet. Am Ende ist es dann so, dass man vielleicht auch mal eine eigene Lösung dazu baut, sodass der Kunde eine Lösung bekommt, die zwar stark auf Standards aufbaut, aber am Ende eine individuelle Standardsoftware darstellt. Wir sind also der Meinung, dass die Möglichkeit schon da ist, die Hürden zu umgehen mit diesem Shortcut. Wir denken, dass die Zeit dafür tatsächlich auch reif ist und wir glauben, dass die typischen Probleme, die ich schon angesprochen habe, im IT-Leiterbereich verschwinden. Man hat wieder die Chance, als strategischer Berater in der IT zu dienen. In der Produktion werden die Daten transparent, die vielen Anwendungen können auf die Plattform gehoben werden und man hat die Daten tatsächlich im Zugriff. Und in der Führung kann man sich tatsächlich mit neuen Themen beschäftigen. Man hat Freiraum, um eben dann auch mal neue Geschäftsmodelle zu etablieren. Ich hoffe, dass Ihnen das Thema soweit Spaß gemacht hat und dass Sie das interessiert. Würde mich freuen, wenn wir zu dem Thema noch weitere Diskussionen hätten. Wir sind am Stand in dem Weißen Salon und freuen uns auf weitere Themen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und viel Spaß noch auf der Konferenz. Ja, vielen Dank, Herr Gredel. Wir haben Gelegenheit für eine kurze Rückfrage für Ihren persönlichen Weg in die Zukunft. Alle mit Kaffeedurst gesegnet? Steuerung P. Sie bleiben uns ja auch noch ein bisschen erhalten. Also beim Kaffee besteht die Gelegenheit, die individuellen Rückfragen zur Standardsoftware zu stellen. Insofern nochmal herzlichen Dank, Herr Dr. Gredel. Sehr gerne. So, passend zur Hintergrundfarbe der Folien unseres Referenten ist diesmal das blaue Kärtchen als Sweetback für Sie zur Verfügung. Und auch da herzliche Einladung, Ihren Kommentar zu hinterlassen. So, wir sind am Ende des ersten Blocks und für die Organisation, damit ich nichts mit Zeiten und so weiter durcheinander bringe, Frau Steuer, bitte. Dankeschön. Ich wollte Ihnen nur ganz kurz, bevor ich Sie in die Kaffeepause entlasse, eine Ankündigung machen, beziehungsweise es gibt zwei Herren zu meiner Linken, die gerne diese Ankündigung machen möchten.